でも破壊神でさえかなわないような人間のいる宇宙もあるって聞いたことありますよ。その破壊神、ヴィルス様よりも強い破壊神なんですけどね。Jo Leute, hoffe hier und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Dragon Ball Super Video. Dies wird wahrscheinlich mein letztes Video sein, bevor dem großen Spezial von Dragon Ball Super Folge 109, Folge 110 wird hier am 18. am Sonntag kommen. An diesem Tag werde ich auch in meiner Review das Gewinnspiel auflösen, also könnt ihr bis jetzt immer noch teilnehmen. Auf jeden Fall kommen wir zu der Spoiler News. Ken Zyra hat mal wieder das gepostet, und zwar hat Toei Animation ihre Seite aktualisiert. Bei Toei Animation ist es so, dass auf ihrer Seite Charakterprofile sind, und so kommt es dazu, dass viele Charakterprofile nicht interessant sind. Aber Freunde, ich würde das Video nicht machen, wenn ich was Interessantes dabei wäre. Und zwar Jiren, da gibt es was Neues. Und zwar steht in seiner Charakterbeschreibung, dass er erstens stolz auf seine Stärke ist, was weniger wichtig ist, aber zweitens, Jiren ist so stark wie ein Gott der Zerstörung. Ich meine, hey, das haben wir uns schon gedacht, das haben wir uns wirklich schon lange gedacht, aber das ist jetzt die Bestätigung, dass Jiren wirklich so stark ist wie ein Gott der Zerstörung. Ich komme nochmal gleich zum Powerscaling der Götter der Zerstörung. Auf jeden Fall kommen wir damals zu der Aussage von Whis, denn vor dem Turnier der Kraft fragte Son Goku Whis, ob die es schaffen können, wirklich mit Universum 7 mit dem Team zu gewinnen. Und Whis meinte dann, dass er davon weiß, dass es in einem Universum so ist, dass dort ein Lebewesen lebt, was stärker ist als ein Gott der Zerstörung, und der Gott der Zerstörung aus diesem Universum, also Jiren hier gemeint ist Universum 11, auf jeden Fall hat diese Gott der Zerstörung dann gegen Beerus im Armdrücken gewonnen, was nicht heißt, dass der Gott der Zerstörung stärker ist, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Auf jeden Fall ist es so, dass wir diese Aussage hier hatten, und dann hat der Manga das Ganze nochmal komplett geturnt, und zwar kam es im Manga dazu, dass wir erfahren haben, dass Quitella, der Gott der Zerstörung von Universum 4, die Ratte, derjenige war, der gegen Beerus Armdrücken gewonnen hat. Jedoch ist es hier, dass diese Aussage von Whis, dass es so ein Lebewesen gibt, was stärker ist als ein Gott der Zerstörung, im Manga noch nicht da war. Das heißt, wir wissen nicht ganz genau, ob das wirklich zusammenhängt oder ob Toyotaro, der Mangaka des Manga, etwas anderes plant. Auf jeden Fall wissen wir, dass bei Universum 4 aktuell Mona, Gami, Sarasu, Damon und Chansa da sind. Deswegen ist wenig Hoffnung da, dass wirklich Whis ein Kämpfer aus Universum 4 meinte. Deswegen glaube ich, dass der Anime wirklich einen Kämpfer von Universum 11 meinte, nämlich Jiren. Das könnte im Manga nochmal anders sein, aber wir wissen natürlich bei Jiren, dass es schon im Vornherein klar war, dass er sehr, sehr stark ist. Auf jeden Fall ist es so, dass Quitella und Beerus natürlich Rivalen sind, deswegen hat Toyotaro das Ganze so eingefädelt, dass Quitella das Armdrücken gewonnen hat. Denn wir sehen ja auch im Manga selbst, dass Beerus selbst stärker ist als die meisten Götter der Zerstörung. Also sehen wir hier, dass dieses Armdrücken nicht heißt, dass ein Gott der Zerstörung stärker ist, aber allgemein stärker zu sein als ein Gott der Zerstörung ist schon mal wichtig. Manga meinte auch natürlich Beerus im Kampf gegen Super Saiyan Blue Perfect Vegeta, dass Vegeta eventuell in einem anderen Universum Gott der Zerstörung sein könnte. Deswegen sehen wir, im Manga ist das Powerscaling so, dass die Götter der Zerstörung auf jeden Fall variieren, dass es sehr, sehr starke gibt, wie zum Beispiel Beerus, und sehr, sehr schwache gibt, wie zum Beispiel Sidra jetzt als Beispiel. Und es ist so, dass man diesen Plotpunkt hatte mit dem Körper, dass der Körper sich von selbst bewegen muss, dass man selbst reagieren muss, dass das Ganze von alleine funktionieren soll. Und das ist der Plotpunkt, der seit Anfang von Dragon Ball Super da war, und das ist das, worauf man sich jetzt zurückbezieht. Ich denke, bei Goku wird noch ein bisschen mehr dabei sein, mit der Genki-Dama eventuell, aber auf jeden Fall ist das, was man wirklich nochmal neu bringen möchte, dass man sagt, hey, wenn man diese Körperkontrolle hat, dann ist man so stark oder kann man auf ein Level kommen wie ein Gott der Zerstörung. Denn die reine Grundstärke, ja, die sollten Goku und Vegeta eigentlich schon besitzen, auch wenn das Powerscaling sehr, sehr schwierig ist. Dieses, dass der Körper sich von selbst bewegt, ist einfach der letzte Schliff, um gegen solche Gegner anzukommen. Und es ist so, dass Jiren das eventuell drauf haben könnte, dass auch sein Körper sich so schnell bewegen könnte oder dass sein Körper instinktiv handelt, dass er gar nicht so lange nachdenken braucht und deswegen halt schneller ist und deswegen auch stärker ist. Und so kommt es dazu, dass wir sehen, dass er in der Preview quasi Goku immer hinterhergeht und Goku gar keine Chance hat gegen Jiren, weil eventuell Jiren genau das drauf hat mit dieser Körperbeherrschung. Wenn er so stark ist wie Gott der Zerstörung, sollte es auf jeden Fall im Rahmen des Möglichen sein. Deswegen kommt Goku halt nicht hinterher und deswegen kommt es dann dazu, dass Goku eventuell im Anime fast so stark sein könnte wie Beerus. Denn wenn Jiren wirklich so stark ist wie Gott der Zerstörung und Goku dann diese neue Form erreicht und Jiren dann früher oder später fertig macht, dann sollte er ja stärker sein als Beerus oder auf jeden Fall auf dem Level sein von Beerus oder langsam anknüpfen an dem Level. Das Ding ist, wir wissen natürlich, Quitella ist viel, viel schwächer. Wenn man jetzt das Beispiel aus dem Manga nimmt, dass er zum Beispiel Armdrücken gewonnen hat, deswegen heißt es nicht viel, und es kann auch sein, dass eventuell Jiren nicht so stark ist wie Beerus, weil Beerus so komplett übermächtig ist. Aber das Ding ist halt, im Anime wirkt es so, dass Beerus nicht so stark ist. Also das Powerscaling ist im Anime
Anime nicht so gut. Auf jeden Fall haben wir schon damals erfahren, dass Son Goku die Blue Kaioken dafür vorgesehen hat, gegen Beerus zu kämpfen. Deswegen, wie gesagt, sehen wir nochmal das Power Scaling. Der Vergleich einfach. Super Saiyan Blue Goku in der Kaioken überlegt, Beerus fertig zu machen, währenddessen im Manga als Super Saiyan Blue Perfect Vegeta absolut keine Chance hat gegen Beerus. Deswegen sehr, sehr interessant an der Stelle. Der Manga wird es eventuell anders lösen, vielleicht auch ein bisschen stärker lösen. Vielleicht wird die Aussage von Whis auch ein bisschen anders gesagt. Vielleicht sagt Whis auch im Manga, dass der stärkste Kämpfer der Pride Trooper eventuell stärker sein könnte als ein Gott der Zerstörung. Also da kann man auf jeden Fall noch viel ändern. Deswegen zu dem Thema haben wir das auf jeden Fall. Nicht, dass die Leute ein bisschen verwirrt sind wegen der Manga-Aussage und der Anime-Aussage. Beerus erwartet auf jeden Fall eine Challenge, wenn Goku wirklich das meistert. Und es sieht wirklich danach aus, dass diese nächste Stufe auch was ist, was für Vegeta offen sein könnte. Deswegen könnte der nächste Arc auf jeden Fall oder die nächsten Arcs darauf hinauslaufen, dass man vielleicht ein Rematch hat zwischen Goku und Beerus. Denn wenn Goku so schnell so stark wird, könnte es auf jeden Fall bald dazu kommen. Ja, wir haben wirklich nach Dragon Ball Super endlich das Battle von zwei Charakteren, die auf dem Level sind von einem Gott der Zerstörung. Auf jeden Fall sehr, sehr nice, sehr, sehr spannend. Was ebenfalls ein sehr, sehr interessanter Aspekt wäre bei der ganzen Sache, ist folgendes. Und zwar, wir wissen, dass Wermut, der Gott der Zerstörung von Universum 11, der Clown, sehr, sehr lange im Amt ist. Also auf jeden Fall eine beträchtliche Zeit ist er schon im Amt. Und Toppo ist ein angehender Gott der Zerstörung. Toppo mit seiner Stärke, die offensichtlich viel, viel schwächer ist als die von Jiren. Deswegen ist hier die Frage, warum Toppo? Könnte es vielleicht dazu gekommen sein, dass Jiren erstens schon sehr, sehr lange lebt, was auch die ganze Meditation erklären würde, dass er sehr stark ist mit dem Ki und so weiter und so fort. Und zweitens, dass Jiren eventuell vorher schon Gott der Zerstörung gewesen ist. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass es hier ein bisschen so steht, dass Jirens Kraft der eines Gottes Zerstörung entspricht oder ebenbürtig ist. Deswegen, wie das genau ist, müssen wir noch abwarten, aber ich wollte diesen kleinen Topo-Aspekt noch mit reinwerfen und diesen kleinen Aspekt reinwerfen mit Jiren. Ja, ob er vielleicht Gottes Zerstörung gewesen sein könnte im Vorhinein, wäre auf jeden Fall hier nochmal sehr, sehr interessant einzuwerfen. Und dann bin ich raus, ich habe ein bisschen mehr gelabert, als ich eigentlich wollte, aber wie gesagt, das ganze Thema ist sehr, sehr interessant. Deswegen schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich bin damit raus, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen und ein Abo, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dahin, haut rein. Quiero.